Freitagmorgen, Flo Kleinhansel ist bei uns. Zwei Tage noch, dann steht das nächste Spiel an. Ich würde aber gerne erst zurückblicken. Freitagabend, Bremer Brücke, 1-0 Sieg gegen Rot-Weiß Essen vor 15.000 Zuschauern. Kannst du noch einmal einen kurzen Rückblick geben? Wie war es als Spieler? Wie war es fürs Gefühl? Ja, fürs Gefühl natürlich Balsam für die Seele. Ich glaube, davor hat es nicht die besten Wochen gehabt, alle zusammen. Und deswegen so ein Spiel. Auch wenn es vielleicht nicht das Schönste war für den Zuschauer, aber für uns als Spieler, es gibt enorm Selbstvertrauen wieder. Und ich glaube, wir haben die Null gehalten, wenig zugelassen. Und ich glaube, wir haben den Zuschauern dann schon auch ein bisschen was geboten, viel Kampf. Und ja, die Zuschauer natürlich auch, ne, viel, ist auch viel abgebrannt worden, glaube ich. Und deswegen war schon ein richtig geiles Spiel Freitagabend, 15.000. Das stimmt, das fanden wir auch. Magst du uns einen Einblick geben? Ihr habt einen neuen Trainer jetzt seit, zwei Wochen, drei Wochen? Die dritte Woche steht jetzt an oder ist jetzt auf halber Strecke. Wie ist es, seine Ideen, inwieweit habt ihr sie schon aufnehmen können? Er hat ja auch zum Beispiel am Freitag davon gesprochen, dass er teilweise ja noch nicht genau wusste, soll er jetzt sozusagen auf die alten Denkweisen des alten Trainers gehen oder vielleicht auch seine neuen Ideen schon reinbringen. Wie weit seid ihr da im Prozess? Ja, ich glaube, das läuft immer mehr. Die Mechanismen hat man jetzt auch schon gegen Essen gesehen, dass da welche greifen, klar noch nicht alle. Aber ich glaube, das kommt. Wir trainieren es ja jede Woche und probieren da jetzt so viel wie möglich umzusetzen. Ist schon noch viel neuer Input, aber ich glaube, wir kriegen das alle gut hin. Und ich glaube, gegen Essen hat man schon gesehen, dass das funktionieren kann. Und so gibt uns der Trainer immer mit, was er von uns sehen will. Und ich glaube, wir Spieler kriegen das auch gut verinnerlicht. Und ja, deswegen, ich denke, wir sind auf einem richtig guten Weg. Dann lass uns auf Freiburg gucken, eine gute Mannschaft, eine gute Drittligamannschaft mit viel Qualität, wo wir letztes Jahr auch nicht so gut ausgesehen haben. Ich glaube, das war definitiv so. Was erwartet euch da für einen Gegner? Ja, wie du schon sagst, letztes Jahr zweimal nicht gut ausgesehen. Ich glaube, gegen die erste sahen wir tatsächlich besser aus, auch wenn wir nicht weitergekommen sind. Deswegen einfach brutal, brutal viel individuelle Qualität auch bei den Spielern. Auch schon für die zweite Mannschaft eine recht abgezockte Mannschaft, die auch kämpft und eklig ist. Und ja, da müssen wir einfach 90 Minuten dagegen halten. Also es wird auf jeden Fall ein brutal schweres Spiel. Aber ich glaube, wenn wir unsere Stärken auf den Platz bekommen, dann ist da alles möglich. Und genau, dann ist es die weiteste Auswärtsreise. Ja. Als Abschlussfrage, was macht Flo Kleinhansel auf so einer langen Auswärtsreise? Es geht erst, glaube ich, mit dem Bus und dann mit dem Zug weiter. Was machst du da? Ich glaube, wir haben den Vorteil, dass wir samstags losfahren. Da kann man sich vielleicht noch mit Bundesliga, zweite Liga, damit alles geschaut, was geht. Sonst, ich glaube, wir spielen Wizard ab und zu noch auf der Hinfahrt. Ja, und dann auf der Rückfahrt, je nachdem, wie es gelaufen ist, ist dann auch die Stimmung. Sonst schaut man irgendwelche Filme oder probiert sich anders abzulenken, aber irgendwie Fußball zu schauen. Sonst, solche kleine Spiele wie Wizard, irgendwie sowas. Okay, dann wünschen wir ganz viel Erfolg für Sonntag. Danke dir für deine Zeit. Dankeschön.